Wir haben heute den Pascal Basel bei uns zu Besuch. Pascal hat ein Buch geschrieben und deshalb haben wir uns gedacht, interviewen wir mal den Pascal zu diesem Buch und fragen ihn, was das Buch bringen wird. Guten Morgen, Pascal. Guten Morgen. Kommen wir gleich zu unserer ersten Frage. Kommst du denn in den Zeiten von Digital Media eigentlich auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Genau deswegen eigentlich. Ich glaube, ohne digitale Medien wäre ich da gar nicht drauf gekommen, weil dank E-Books ist es heutzutage eigentlich viel einfacher, Bücher zu schreiben oder auch zu veröffentlichen als je zuvor. Und zudem schreibe ich ja sowieso schon ziemlich viel über meinen Blog. Da kommt ja jede Woche ein neuer Artikel raus. Und ich habe halt für das Buch dann auch noch ein paar fertige Blogartikel genommen. Das hat mir dann eine Menge Arbeit erspart. Das Buch ist schon ziemlich lang jetzt mit 280 Seiten. Also ich glaube, das hätte sonst schon derbe lange gedauert. Ja, also die ganzen neuen Medien haben mir dabei eigentlich vieles erleichtert. Das ist ja auf jeden Fall schon mal richtig geil. Kannst du uns denn auch sagen, was uns in deinem Buch erwartet? Also das Buch, das richtet sich komplett an Neueinsteiger. Ich will das zum einen natürlich das nötige Grundwissen vermitteln, aber ich wollte das halt wie bei Farbsport machen, dass das halt nicht einfach nur so hohle Einsteigersachen sind, sondern dass da auch wirklich konkrete Tipps gegeben werden, wie man was machen sollte und so, damit man da halt einen guten Einstieg bekommt und schnelle Erfolge erzielt. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Dein Buch erscheint ja am 7.2.2016 erstmals bei Amazon als E-Book. Jetzt sind einige Fragen aufgetaucht, unter anderem die Frage nach dem gedruckten Buch. Ist da irgendwas in Planung? Und wenn ja, wann dürfen wir damit rechnen? Und was wird es kosten? Das Buch auch in den nächsten Wochen noch über Self-Publishing veröffentlichen. Ich habe das allerdings noch nie gemacht. Deswegen muss ich mal gucken. Also ich weiß, kann noch nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber es wird auf jeden Fall auch in Druckform erscheinen, ja. Du hast das Farbsport erwähnt. Du bist ja nun schon eine Weile mit Farbsport am Start. Dein Blog farbsport.de. Bist jetzt unterwegs in Thailand. Woher nimmst du all die Kraft, um das alles zu machen? Ja, also manchmal frage ich mich das auch, aber an manchen Tagen ist natürlich schon mal so, dass man dann nicht unbedingt Bock hat, dann noch gerade einen Artikel fertig zu machen, aber es ist sehr selten der Fall. So, was mich wirklich antreibt, ist die Leidenschaft für Paintball. Ich liebe den Sport einfach und ja, Paintball ist eigentlich mein gesamtes Leben heutzutage. Also wenn ich so zurückdenke, so bevor ich mit Paintball angefangen habe, da war eigentlich alles anders. Da war ich noch ein ganz anderer Mensch. Und ja, dementsprechend ist das halt nun mal auch schön, wenn man dann so einen Blog hat, wo man sowas Großes mit schaffen kann, ne? Und es treibt dann schon an, auch permanent weiterzumachen. Kriegt man ja auch noch immer die ganzen Kommentare und E-Mails zurück und so, und dann sieht man halt auch, dass das was bringt, ne? Ja, wir durften schon mal reinlesen in dein Buch und feststellen, es ist schön fundamentiert. Viele Informationen für die Neueinsteiger. Danke. Und wir haben ja nun schon bei Facebook gelesen, dass du die weitere Neuerung vorhast und Ankündigung. Worauf dürfen wir uns denn noch freuen? Das stimmt, also ich habe in letzter Zeit echt viel gemacht für Farbsport und jetzt wird als nächstes auch noch einen Tag nach der E-Book-Erscheinung am 8.2. wird auch noch ein Online-Kurs erscheinen, der richtet sich dann nicht an Einsteiger, sondern an Spieler und Teams, die schon ein bisschen dabei sind und halt Probleme haben, weiterzukommen. Es ist halt oft, was man sieht, dass irgendwie, egal was sie taktisch planen, es einfach nicht so richtig aufgeht. Da gibt es halt ein paar Sachen, die man besser machen kann, damit das halt funktioniert, und genau davon handelt halt dieser Kurs. Der wird auch kostenlos sein, also darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Und dann kommt auch noch eine zweite richtig große Überraschung, aber das lasse ich jetzt mal noch, also da werde ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Das klingt ja schon mal alles richtig spannend und scheint ja doch eine Entwicklung im Paintball-Sport zu sein, die hingeht zur Professionalität, die einfach auch vor 2, 3 Jahren noch undenkbar war. Ich meine, wir reden hier von einem richtigen Paintball-Buch. Es hat sich auch richtig entwickelt jetzt in der Zeit, muss man sagen. Ja. Also wir finden auf jeden Fall dein Engagement richtig geil und wir hoffen halt, dass sich das entwickelt, dass dein Buch gut ankommt und warten natürlich auf die gedruckte Variante und hoffen noch viel von dir zu hören in Zukunft. Ja, wird passieren. Alles Alles klar. klar. Vielen Dank für Okay. das Interview, ne? Ja, kein Problem, bitte. Wir hoffen auch, dass euch das Interview mit Pascal einen kleinen Einblick gegeben hat und ihr euch, wie wir, noch mehr auf dessen Veröffentlichung freut. Wir denken jedenfalls, dass ein Buch einen Meilenstein in der Entwicklung von Paintball darstellt und hoffen, dass ihr viel Freude mit dem Buch habt. Dankeschön, Pascal. Tschüss da Danke. draußen. Bis zum nächsten Mal. Okay, Tschüss. ciao.